Was war das denn? Alter, hör auf! Ja, klar! Mach es platt, Junge! Ja, klar! Ich glaub, kannst du es packen nehmen? Wieso hat das die Macht? Oh, hast du aber gekontert, Junge. Olle! Tunnel! Kannst mal sehen, was ich so drauf hab. Beine durch, also machst ja. Ich kann den nicht! Dieser Typ, der nervt noch. Da ist immer noch einer. Alter! Ist gleich tot. Ja, hier, gekonnt. Dosenwurst. Nice. Danke. So hat sie auch wieder auf Luft aufgelöst. Ey, ist das langweilig. Hier, da kommt nochmal. Wer steht nicht gern auf einem Flügel? Oh, ich glaube, ich muss. Wieso musst du da rüber? Ne, ich muss da hoch. Wer hätte so in der Mitte stehen bleiben können? Ja, ich dachte eben, ich muss. Oh, ich habe bei dir Angst vor so einer Aktion. Keine Sorge. Ja. Alter, Alter, hör mal auf. Was ist da los? Scheiße. Das Ding geht ja kaputt. Hinzu, das kannst du selbst kaputt machen. Irgendwer läuft hier hinterher. Alter, dieses gestunt sein, das geht ja auch wirklich mir auf den, ja. Den Senkel? Genau, das wollte ich eben sagen. Ja. Was war das denn jetzt? Das wollte ich machen. Ja, er hat Schild hier auch so in der Ecke. Hier geht's nicht weiter, okay. Oh, wieder so viel in einer Halle, ey. Und so ein rotes Teil. Woo! Unbegrenzte Macht! Ey. Oh, so dicke Feldmuffin, ey. Alter, gleich reporten solche. Alter, das ist hier Star Wars, nicht LOL. Ja, gut. Gleich, was macht man da? Abschnitzeln. Genau. Einfach alles kaputt machen. Ja, alles, was geht. Und ich will das Ding da haben. Mittagessen und Nutella, ja. Warte. Das wäre geil, wenn das gehen würde. Wenn du dich da drauf stellen könntest und das dann so mit der Macht machen könntest. Das wäre geil. Geht aber nicht. Oder? Aber machst du jetzt nicht Eile hier? Die haben einen Hausmeister. Der macht das. Pam. Es passt nicht ganz. Es muss. Muss gar nicht. Halt die Fasse. Wo ist er denn? R2. Ich sag grad wirklich, aber R2. Da, was sind du die? Du wolltest R2 treffen und da war ich so wild. Ja, ja, klar. Komm, das muss auch gehen. Kommt wieder rund. Du Cheater, du bist ja gerade durchgegangen. Nee, da kommst du bis dahin nicht. Das musst du irgendwie. Da musst du noch irgendwie. Guck mal links. Wie weit kommst du da? Ja, flieg dorthin. Mann. Soll. Ist gerade. Dreh dich. Da spackt sie einfach rechts beide da drauf, Junge. Aber nice, ne? Da reicht immer noch nicht. Na super.
Ah, pack die einfach rechts beide oder links beide auf der Kante da. Nein, nein! Doch nicht so, was machst du da? Kann ich stehen? Nein! Gut, das geht schon mal nicht. Ich will's gerade haben. Kannst ja nicht. Mann, wir müssen doch gar nicht hoch. Das muss man haben. Um dann was zu kriegen? Keine Ahnung. Also Überraschung. Da oben so ein Machtteil. Ja, das muss man doch haben. Ich komm, wir spielen Frisbee. Wenn du einfach so ein paar Kisten mitnimmst und die da irgendwo oben drauf stapelst. Sieht nicht mehr so schlecht aus. Aber leg die doch alle jetzt hier oben, leg die doch alle hier drauf. Ja, wie soll ich denn dann so da oben hochspringen? Du musst ja nur ein Stück höher machen, dann kommst du da auch hoch. Vielleicht kann er es einsammeln für dich. Aua. Na, scheint nicht so. Nice, ne? ZR ist geil, ja, dann gibt er dir aber richtig hart. Das muss hier irgendwie da oben hier rein. Perfekt. Fast. Aber kannst du jetzt auch von links gehen. Er kann nichts, der Junge. Der Doppelsprung kann nichts. Ey, ist ja jetzt schon schlechter Scherz hier. Ey, ich rutsche da immer runter. Was kannst du überhaupt? Failen, siehst du doch. Ich rutsch da runter. Ja, was schräg steht anscheinend. Ja, anscheinend hier. Komm. Oh. Jetzt drehst du es noch mehr. Oh Gott, oh Gott. No skill, Junge. So, jetzt ist es gerade. Wenn ich es jetzt nicht hinkriegst. Hä? Nein! Nein, das war doch schon perfekt. Aua. Aua. Perfekt. Das gibt's doch nicht. Lass mal fallen und warte mal. Nee, erstmal. Das muss genau gerade davor liegen. Was bist du? Frisbee. Eigentlich müsste die immer wieder zurückkommen, Alter. Tja, boom. Gut, hat nicht so ganz funktioniert wie gedacht. So, und jetzt so, da oben rein. Aber du musst da gerade vorstehen. Stell ich mal. Ja, siehst du schon wieder. Was passt da sonst? Wo schmeißt du es denn hin? Ich lass es einfach los, der wirft es von alleine weg. Hm. Hier, ich lass es jetzt einfach los. Ja, ja. Runter. So, jetzt wirst du es passen. Mal höher. Jetzt muss es. Nein, das war doch schon. Ja, das kann jetzt die ganze Folge dauern. Warten, bis die Macht wieder da ist. Bussen? Ja, auf einmal ging es irgendwie ganz einfach. Machen wir das so, wir machen dann mal kurz hier so eine kleine Unterbrechung und wir wollen das unbedingt kriegen, aber wir wollen jetzt nicht die ganze Folge davon haben. Und ja, wir sind dann wieder da, wenn wir es gekriegt haben. Jo, bis gleich. Bis dann, tschüss. Ja, okay, wieder zurück. Wir haben es geschafft, man sieht's. Hier rechts, da wo wir jetzt drauf springen, sitzt das drin. Perfekt. Jetzt müssen wir theoretisch hier auch noch drauf kommen und wir haben endlich diesen Machtpunkt. Ja, Mann.
Bonus. Das hat eben gerade mal ungefähr 5 bis 10 Minuten gedauert. Und dann habe ich das gemacht, weil Marvin kein Skill hat. Ja, klar. Nein, Marvin hat es irgendwie hingekriegt, aber mehr mit Luck. Skill, können wir Junge. Endlich weiter? Endlich. Wo laufen die denn hin? Ich bin hier. Aber die Grafik ist ja auch eigentlich schon ganz gut. Also ich finde die Grafik für 2008 ist wirklich extrem gut. So. Nicht schlecht. Auch so die ganzen Effekte, so wenn sie die rumschmeißt und sowas, dass sie dann nicht wirklich rumbacken oder so. Wo ich meine, da gibt es genug Spiele, die jetzt noch aktuell sind und viel mehr am Rumbacken sind, so bei so Sachen. Hä? Wo geht's denn lang? Ich glaube, da ist ein Fahrstuhl. Ah. Die legen sich erstmal voll auf die Fresse. Jetzt fährt der gerade hoch in dem Moment. Aber ich würde mich da jetzt nicht drunter stellen, wenn du tot bist. Ah, ich habe gerade gespeichert. Er fliegt wieder. Toll. Nein! Richtiger Fail. Da, los jetzt. Boah, fährt er schnell. Hoch. Auf. Auf und davon. Ja, klar. Okay, es wird immer mehr. Aber es scheint mir jetzt gerade auch so eine Fabrik zu sein oder so, so sah das gerade aus. So wie die da gerade eben mit dem Laser am Gange waren. Ja, ich glaube sogar, schaut eher nach TIE Fighter aus, ne? Eben die Flügel die ganze Zeit. Ja, und da ist ja hier so dieser Kopf in der Mitte da. Das ist natürlich ganz nice gemacht. Das ist, kannst du es beeinflussen? Ja. Ja, du kannst dich auch selbst dabei wirklich, ein Wunder, dass du, also, ich meine, du hast ja einen Stahlkörper, du überlebst das natürlich locker. Ja, ich bin so Wolverine. So. Jetzt spielen wir Fußball hier. Ist ganz cool, dass dann also wie bei Luke und Leia da, Luke und Leia, ich bin im falschen Film, sorry, Padme und Annie dann da so bei dieser Fabrik gesandt bei Teil 2. Ach ja, genau, hier Moses. Ja, hier spricht der Kenner. Muss man auch kennen. Also ich habe Star Wars richtig gerne geguckt, aber irgendwie lieber die alten Teile als die neuen. Ehrlich? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe den vierten Teil habe ich sehr früh geguckt, also da war ich wirklich noch, ich glaube da bin ich so ungefähr gerade, ich weiß nicht, ob ich auch schon in der Schule war, da habe ich das erste Mal Star Wars geguckt, so gefeiert. Und dann hat es ja Ewigkeiten gedauert, bis der erste Teil rauskam und derzeit habe ich den vierten, fünften und sechsten, was weiß ich wie oft durchgeguckt. Ach. Ja, und dann kam es irgendwann mit den anderen. Naja, ich habe Star Wars erst in der fünften oder sechsten Klasse kennengelernt. Ja. Weiß nur, was das ist. Ja, mein Vater war selber ein riesengroßer Fan, deswegen halt das so früh kennengelernt. Aber ich feiere den Film auf jeden Fall, also es ist einer der besten Filme. Also. Der nicht, beste möchte ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht die beste Filmreihe, die aus 6 Filmen besteht, nennt man. Keine Ahnung, ich habe eben nachgedacht, ich weiß nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Also bei mir geht's. Bald sind es ja 9, ne? Bis Trilogie weiß ich, aber. Quadrologie, ne? Ja, klar, Quadrologie. Pentalogie. Das weiß ich wirklich nicht. 4 wäre ja ein Quartett oder so. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall die besten Filmreihe, die aus 6 Filmen besteht. Also 3 auf jeden Fall nicht, also. Ich will ja nichts gegen halt eigentlich. Das ist der geilste Film, den es gibt. Herr der Ringe. Junge. Oh. So, was muss ich jetzt hier machen? Kann ich hier überhaupt was machen? Ich glaube nicht, dass du das kaputt machen willst, aber da rechts geht auch nochmal weiter. Toll, jetzt geht's ja nicht weiter. Hä? Kommen wir jetzt irgendwie gar nicht klar. Was ist das? Also. Wie ist das denn? Kannst du hier vielleicht irgendwo wieder diese Kackgläser ausstellen vielleicht? Alter, da hockt noch einer. Die sich alle nur verpissen, ehrlich.
Bam! Fußball. Also irgendwo kannst du bestimmt hier diese Laser ausstellen oder sowas. Willst du hier lang? Mal gucken. Nirgends. Aber so auf der anderen Seite auch nochmal. Guck da nochmal. Vielleicht ist da doch ein... Mindestens so ein scheiß Update muss da doch sein. Macht ihm irgendwie zwar nichts aus. Aber dir gleich wieder. So ein Scheiß. Unrealistisch. Ja, also es ist wirklich, das sind richtig viele Möglichkeiten bei dem Spiel, finde ich ganz geil. Guck mal unter dir, da war ja auch nochmal so ein Eingang. Ist da vielleicht nochmal so ein Tunnel drin? Rechts. Nope. Ja. Ah, der Kenner erzählt ja, ich habe wieder Ahnung hier. Gibt's davon eigentlich einen Film? Nee, ne? Welchen? Von den Sachen hier? Nee, ne? Nee, ich glaube eigentlich nicht. Wüsste ich jedenfalls nicht. Also es gibt ja nur diese komischen Trickfilm-Sachen dazwischen, hier mit Clone Wars und so weiter. Habe ich auch alles nicht wirklich geguckt. Nicht? Gar nicht, nee. Ich habe alles auf DVD. Ich habe zwischendurch mal irgendwie sowas gesehen, aber war nicht so weit. Also ich stehe irgendwie immer noch auf diese Klassiker, auf diese Oldies, so 4, 5 und 6. 4? Ja, Mann. Das waren Zeiten. Oh, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Unsichtbare Macht. Ja, okay. Jetzt muss doch hier irgendwo dieser Kacklaser ausgehen, ey. Irgendwas müssen wir doch hier machen. Oh. Entschuldigung. Können wir da oben vielleicht? Was ist das? Ah, ich muss ja auch irgendwas ausstellen können. Ja, so tust du hier doch mal weh. Ah. Da ist es doch. Ah. Gut getroffen. Und dann wird der Laser jetzt hinter dir, dann, wenn er wieder runter geht, auch ausgegangen sein. Ja, hoffen wir es doch mal, ne? Ja, die Teile wirst du nicht kaputt kriegen. Ja, ah. Ja, da geht's weiter. Ja, mit hiermit würde ich sagen, speichern wir nochmal. Machen vielleicht nochmal eine kleine Pause. Ist jetzt zwei Pausen ganz kurz hintereinander, tut mir leid. Das war's erstmal mit heute aufnehmen. Wir machen dann wann anders weiter. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Ja, das war Star Wars. The Force. Unleashed. Möge die Macht mit euch sein und man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.